Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um das Thema Meditieren mal wieder gehen und ich möchte mal so ein bisschen mit meiner Geschichte starten, für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich habe mit dem Meditieren begonnen im November 2016. Das weiß ich deswegen so genau, weil es mir da in der Zeit oder kurz davor sehr, 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 sehr schlecht ging. Dazu könnt ihr euch gerne hier nochmal das Video angucken. Und ich habe dann ein Buch gelesen, wo es um das Unterbewusstsein ging. Und da ging es auch immer mal wieder um das Meditieren. Und ich dachte mir, ach komm, probier es einfach mal aus. Ich habe relativ viel Positives immer mal wieder die Jahre über davon gehört und wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich wusste, dass es immer eine gute Idee ist. Das machen wir ja hier auch immer wieder. Wenn man sich was Neues aneignen möchte oder wenn man ausprobieren möchte, ob etwas für einen geeignet ist, dass man da so eine Challenge macht und einen Monat lang das versucht täglich zu integrieren. Also wenn man sich eine neue Gewohnheit schaffen möchte, braucht der Körper mindestens 21 bis 28 Tage, um das dann auch wirklich zu integrieren. Und ich habe dann angefangen im November mit einer 30-Tage-Meditations-Challenge, die ich auf YouTube gefunden habe. Die ist auf Englisch, aber das ist eigentlich unproblematisch und auch nicht wichtig. Ich habe dann daraufhin, weil es halt nur diese englische gab, auch eine eigene deutsche Meditations-Challenge gemacht, also Meditationsvideos gemacht. Das kann ich euch auch gerne nochmal hier verlinken. Und dann war halt so für mich die Frage, okay, wann machst du das? Viele meditieren ja morgens. Es war mir von vornherein klar, dass es nichts für mich ist. Ich meditiere auch nach wie vor nicht morgens. Und bei mir war das dann im November so, dass ich das immer gemacht habe nach dem Duschen. Also ihr kennt das vielleicht, durch das Duschen hat man nochmal so einen Energiekick. Und den habe ich genutzt, um mich aufzuraffen. Und musste ja nach dem Duschen ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen. Und da habe ich mich dann sofort immer aufs Bett gesetzt und 10 bis 15 Minuten jeweils dieses Video von der Meditations-Challenge gemacht. Und so bin ich eigentlich zum Meditieren gekommen. Also ich habe recht schnell in den ersten Tagen gemerkt, wie gut mir das Ganze tat und habe das dann weitergeführt. Immer mit geführten Meditationen auf YouTube muss man dann halt so ein bisschen gucken, ne? Wenn das die Sprache desjenigen, der das YouTube-Video da einspricht, dass es einfach passt, dass einem die gefällt, dass schon die Sprache irgendwie was Entspannendes hat. Und so habe ich dann tatsächlich weiterhin jeden Tag beziehungsweise fast jeden Tag meditiert und das ist bis heute so geblieben. Und das ist, wenn man mich fragt, die Nummer 1 Sache, die ich immer empfehlen würde und die Nummer 1 Sache, die mich am weitesten vorangebracht hat, weil es dafür gesorgt hat, dass ich entspannter wurde, gelassener wurde, mehr Energie hatte, mehr bei mir selbst war, wieder besser sagen konnte, wer bin ich, was will ich, was brauche ich und mich persönlich, charakterlich ganz, ganz stark positiv verändert habe und es mir einfach in schwierigen Momenten sehr geholfen hat, eine passende Meditation dazu zu machen. Und vor ein paar Tagen sind wir irgendwie bei Instagram auf das Thema Meditieren gekommen und ich habe einfach mal so eine Umfrage gemacht, wie viele Leute regelmäßig meditieren, beziehungsweise wer noch nie meditiert hat. Und es waren relativ viele, was mich erstaunt hat, weil ich immer gedacht habe, Leute, die mir folgen, die haben zumindest Meditieren schon mal ausprobiert oder sind sogar dabei, das regelmäßig zu machen. Und weil das für mich aber so ein extremer Game Changer war, so vieles positiv für mich verändert hat, möchte ich gerne, dass noch mehr von euch das einfach mal ausprobieren und für sich entdecken, wie gut das tun kann. Und ich habe dann halt mal auf Instagram gefragt, warum die Leute nicht regelmäßig meditieren oder warum sie es auch noch nie ausprobiert haben, was sie davon abhält. Und habe mir das so ein bisschen rausgeschrieben und möchte in dem Video nochmal kompakt so ein bisschen auf die Sachen eingehen, die da genannt wurden. Da muss ich mir jetzt mal mein Zettelchen zurate ziehen. Und zwar die erste Sache, die genannt wurde, war, dass sie keine innere Ruhe findet. Und ja, das kann ich verstehen, aber diese innere Ruhe entsteht beim Meditieren. Also ich muss mich nicht hinsetzen und muss schon innerlich ruhig sein, welche Mama ist das schon, sondern das entsteht beim Meditieren. Und ich sage ja immer, Meditieren ist auch schon eine Minute lang. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Meditations-Quickie, den ich mehrmals täglich mache und würde euch bitten, das einfach mal direkt auszuprobieren oder im Laufe des Tages nochmal darauf zurückzukommen. Einfach mal, macht's einfach mal, probiert's einfach mal aus. Lasst euch einfach mal darauf ein. Und zwar schließen wir die Augen und atmen mal ganz tief in den Bauch ein.
Die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Und jetzt mal die Stirn entspannen und die Stirn loslassen. Den Kiefer entspannen, den Kiefer loslassen. Die Schultern loslassen und den Po loslassen. Das sind die vier Ebenen: Stirn, Kiefer, Schultern, Po, die wir einfach mal ganz bewusst loslassen, locker lassen. Und im besten Fall sitzt du und deine Füße sind jetzt mit dem Boden verbunden. Du spürst den Kontakt zum Boden. Und lässt jetzt mal über die Füße alles, was du nicht mehr brauchst, abgleiten. Alles, was dich gerade beschäftigt, was du gerade nicht mehr haben möchtest, alle Energie, die schon verbraucht ist, alle negativen Gefühle und Gedanken, stell dir mal vor, wie die aus deinem Kopf, aus deinem Herzen, über deinen Bauch, über deine Beine bis in deine Füße fließen und von dort über die Fußsohlen in den Boden und du die einfach loslassen kannst. Das kann jetzt alles weg, das brauchst du alles nicht mehr. Und wenn das passiert ist, atmest du nochmal tief ein und öffnest dann einfach wieder deine Augen. Und das war's. Und schreib mir jetzt gerne mal, wie das gerade für dich war. Und wenn das gerade ein positives Gefühl war, dann mach weiter. Dann probier meditieren mal so ein bisschen für dich aus. Und schon das war wirklich meditieren. Wenn du so sagst, okay, ich bin so unruhig. Das sind so diese Momente, man sagt so, ich kann jetzt nicht meditieren, ich bin zu unruhig. Und das sind die Momente, wo man gerade meditieren sollte. Was ich so empfehle, was man davor machen kann. Man kann zum einen das machen, was wir gerade gemacht haben. Man kann aber auch aufschreiben, was einem zum Beispiel gerade im Kopf herumgeht, worüber man sich gerade aufregt. Einfach mal aufschreiben und dabei ganz bewusst loslassen. Oder man betätigt sich nochmal körperlich. Das heißt, man macht sich nochmal einen crazy Song an und tanzt da nochmal ganz wild und hüpft da rum. Oder man geht eine Runde rennen. Oder was auch immer dir hilft, vielleicht hilft dir auch einfach mal laut zu schreien im Wald. Und einfach alles loszulassen, was du nicht mehr brauchst. Und dann in die Meditation zu gehen und sich dann einfach darauf einzulassen. Meditieren bedeutet nicht, ich muss in Stille eine Stunde irgendwie da sitzen. Gar nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn beim Meditieren Gedanken aufkommen. Das ist völlig in Ordnung. Man konzentriert sich dann einfach wieder auf seinen Atem oder auf die Stimme des Meditationsführers und alles ist gut. Manche Meditationen funktionieren bei mir auch nicht. Dann komme ich immer wieder in meine Gedankenspirale. Manche Tage ist das so. Wichtig ist einfach so diese Routine. Und trotzdem man da vielleicht nicht komplett loslassen kann und nicht komplett zur Ruhe findet, kann man doch ein bisschen abschalten und entspannter werden. Und dieses Minimum an wieder ein bisschen entspannter werden, war es das Ganze schon wieder wert. Die zweite Sache, die genannt wurde, war dass sie nicht zur Ruhe kommt, weil sie denkt, sie muss etwas schaffen. Auch das kenne ich von mir früher. So bestes Beispiel, irgendwie die Kinder sind außerplanmäßig mal kurzfristig irgendwo anders, bei den Großeltern oder was auch immer. Und diese eine Stunde, die man hat, was macht man dann? Man putzt. Ich kenne das auch von früher. Ich kann euch sagen, heute mache ich das nicht mehr, sondern nutze genau diese Zeiten nur für mich. Und man muss jetzt mal bedenken, spiel mal ein Gedankenspiel, wenn du das genauso weitermachst. Das heißt, dir keine Zeit für dich nimmst, keine Zeit für deine Entspannung nimmst. Wenn du immer diesen Druck hast, ich muss was schaffen. Was würde dann passieren? A, deine Kinder lernen genau das von dir. Dass man sich keine Zeit für sich nimmt, für Entspannung nimmt, für Spaß, für Freude, sondern dass man immer tun muss, immer ackern muss, immer was schaffen muss. B, irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo du an einem Burnout kratzt oder ein Burnout hast oder vielleicht sogar eine Depression bekommst. Was haben wir dann erreicht? 0, gar nichts. Und jetzt spinn mal die Geschichte andersrum. Wenn du heute anfängst, so einen ganz, ganz kleinen Tippelschritten zu meditieren, immer entspannter wirst, immer geduldiger wirst, immer mehr Freude am Leben, immer mehr das Tempo auch rausnehmen kannst, was passiert dann? Du hast keinen Burnout bekommen, keine Depressionen bekommen, hoffentlich. Deine Kinder lernen von dir, wie Entspannung funktioniert, dass man sich Zeit für sich nimmt, Zeit für Ruhe nimmt. Deine Kinder werden auch automatisch ruhiger. Unsere Kinder leben in den ersten 7 Lebensjahren in unserer Aura. Und wenn unsere Aura ständig gestresst sind,
ständig gestresst ist, sind auch unsere Kinder gestresst. Umso ruhiger und entspannter du selbst wirst, umso ruhiger und entspannter werden automatisch auch deine Kinder. Wirklich, ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung. Und ich glaube, wenn ihr das reflektiert, seht ihr das auch bei euch in eurem eigenen Alltag. Wenn ihr gestresst seid, wenn ihr unter Zeitdruck seid, dann sind die Kinder auch genervt, auch gestresst und machen garantiert nicht das, was ihr wollt. Und das ist einfach dieses Phänomen. So, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Genau, dann kam ein Kommentar, dass sie sich einfach keine Zeit dafür nimmt. Und da kam mir sofort der Gedanke, du bist wichtig. Du bist wichtig und diese Zeit für dich sollte dir wichtig sein. Diese 15 Minuten am Tag sollten dir wichtig sein für dich. Weil was passiert denn, wenn du irgendwie ausgenockt bist, weil du dich überarbeitest? Das können auch wir Mamas uns überarbeiten. Dann bist du dann plötzlich einfach nicht mehr da. Weil du ausgenockt bist, weil du dann zur Kur musst, im schlimmsten Fall ins Krankenhaus musst oder. Und was bedeutet das dann für deine Familie? Also auch nicht nur zu gucken, dass es für dich gut wäre, sondern dass es auch für deine komplette Familie richtig, richtig gut wäre, wenn du entspannt bist, weil dann alle entspannt sind. Und auch hier wieder diese Vorbildfunktion für deine Kinder. Wenn die das bei dir sehen, lernen sie, sich mal 15 Minuten zurückziehen, die Augen schließen, in Ruhe sein, das ist was Gutes, das ist was Tolles. Und meine Kinder wachsen damit auf, dass sie A, wissen, dass ich meditiere und dass sie B, bei Svea fange ich da jetzt mit 3 Jahren tatsächlich auch schon an, haben wir das erste Mal auch schon gemacht, Kindermeditationen erlernen. Das heißt, die wissen, wenn die in die Schule gehen, haben die Fähigkeiten zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Das ist mir ganz, ganz, ganz doll wichtig. Und diese Vorbildfunktion, finde ich, ist auch ein super guter Motivator immer, um irgendwie sowas Neues zu starten. Dann war die eine Frage, wie kommt man überhaupt in diesen Zustand? Meditieren ist ja erstmal eine Tätigkeit. Und der Zustand entsteht dann. Der entsteht vielleicht auch nicht beim ersten Mal und nicht beim fünften Mal. Aber heute kann ich innerhalb von Sekunden in einen entspannten Zustand kommen, in dem ich alles komplett loslassen kann. Das ist aber eine Übungssache, das kommt mit der Zeit. Und es ist auch völlig okay, dass sowas entsteht. Also ich kann auch nicht von heute auf morgen Marathonläufer werden. Und da sind immer ganz, ganz schöne Sachen zum Beginn, um mal so reinzuspüren, so da dran zu kratzen, wie fühlt sich das dann an, einfach mal so eine ganz, ganz kurze Atemmeditation zu machen. Habe ich hier zum Beispiel eine, die geht 4 Minuten. Nehmt euch einfach mal die 4 Minuten. Dann das, was wir gerade hatten, diesen Meditationsquickie und dann einfach auch mal loszulassen. Schon da kommt ihr ja in einen entspannteren Zustand, wo wir gerade diese 4 Ebenen entspannt haben und über die Füße losgelassen haben, kommt ihr in eine Art meditativen Zustand. Und was ich für den Anfang auch empfehle, ist ein Bodyscan. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Probiert es einfach mal aus. Seid einfach mal offen und experimentiert einfach mal und macht mal so einen Bodyscan. Den finde ich für den Anfang auch super, um mal so ein bisschen zu spüren, okay, was macht das mit mir? Wie fühlt sich das überhaupt an? Und dann habe ich noch die Frage gestellt, warum die Leute nicht regelmäßig meditieren. Und da kam zum einen, weil es keine Routine ist. Und da habe ich ja schon erzählt, wie es bei mir zu einer Routine wurde. Ich habe für mich eine Zeit festgelegt, okay, die passt für mich und habe das dann einfach 30 Tage lang durchgezogen. Es kann aber auch sein, ihr sagt, okay, ich will einmal die Woche mir die Zeit nehmen, eine halbe Stunde für mich, dann halt so. Vielleicht ist es bei euch morgens, vielleicht ist es bei euch abends, vielleicht ist es bei euch mittags. Vielleicht sind es bei euch 5 Minuten, vielleicht sind es bei euch 30 Minuten. Das ist ja bei jedem einfach unterschiedlich. Aber jede Mama findet in ihrem Alltag diese 5 Minuten für sich und das ist auch unglaublich wichtig. Also schaut mal bei euch, wie das für euch funktionieren kann. Und dann probiert einfach mal aus. Ich würde für den Anfang immer geführte Meditationen empfehlen, immer. Vielleicht habt ihr Bock auf eine Gehmeditation. Vielleicht wollt ihr dabei sitzen, vielleicht wollt ihr dabei liegen. Probiert einfach mal so ein bisschen rum und schafft euch eure eigene Routine. Wie gesagt, ich habe euch schon gesagt, wie das bei mir wurde und setzt euch da auch nicht unter Druck. Startet halt, wie gesagt, dass ihr sagt, okay, einmal die Woche, immer dienstags von 11 bis 11:30 Uhr nehme ich mir mal Zeit für mich, gucke, dass ich in der Zeit 5 bis 20 Minuten, je nachdem, meditiere und dann gucke ich mal weiter.
irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo ihr sagt, okay, es tut mir so gut, ich mache das tatsächlich täglich. Oder ich weiß auch, in Situationen, wo ich gestresst bin, wo es mir nicht gut geht, mache ich genau diese Meditation direkt in diesem Moment oder wenn ich wieder dafür Zeit habe. Und dann war auch noch eine Sache, dass die Herangehensweise fehlt. Mein Tipp, einfach machen. Und das bedeutet nicht, ihr müsst euch jetzt hinsetzen und still sein. Nein. Nehmt euch, wie gesagt, einfach mal, ich habe da eine relativ große Playlist mit Meditationen, die ich schon gemacht habe. Sucht euch einfach mal eine aus, die euch gerade anspricht vom Titel und von der Länge. Die sind wirklich alle sehr, 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 sehr kurz gehalten, weil das gerade Meditationen sein sollen, um euch da mal reinschnuppern zu lassen und damit es eben nicht so lange dauert. Und probiert einfach mal. Probiert einfach mal aus und guckt mal, was mit euch macht. Und dann nehmt euch mal noch eine zweite und eine dritte und eine vierte. Und wenn es euch dann gefällt, dann überlegt, wann wollt ihr regelmäßig meditieren? Welche Uhrzeit am Tag oder welcher Wochentag, wenn ihr es einmal die Woche machen wollt? Und dann klickt euch mal bei YouTube so ein bisschen durch. Ich verlinke euch gerne auch nochmal Meditationen oder Meditationskanäle, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, obwohl das immer Geschmackssache ist, ob man die Stimme mag, aber die ich sehr, sehr gut finde. Und dann klickt euch da einfach mal durch und probiert mal rum. Das würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und dann schreibt mir doch gerne mal. Schreibt mir mal, ob ihr meditiert, ob ihr regelmäßig meditiert, warum ihr es nicht tut und wenn ihr jetzt euch dadurch angesprochen gefühlt habt und es mal ausprobiert habt, wie es euch dann tatsächlich gefallen hat. Das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo für meinen Kanal da. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!